Mein heutiger Gast ist Lars Jessen, dessen Film Mittagsstunde gerade in diesem Moment hier im Abaton-Kino seine Hamburg-Premiere feiert. Und für unsere Zuschauer, die jetzt gerade noch nicht hier sind und den Film noch nicht sehen können, kannst du kurz schildern, worum es geht? Es geht um die Geschichte von einem Menschen, der Ende 40, sozusagen ein spätes Erwachsenwerden, lebt. Er steckt in einer Lebenskrise und fährt zurück in seine alte Heimat, um seine Großeltern, von denen er lange Zeit denkt, sind seine Eltern, zu pflegen. Und er hat offensichtlich etwas abzutragen, von dem er selber noch nicht so genau weiß, was es ist. Und es geht vor allen Dingen dann um den Verlust von Kultur auf dem Lande, gepaart mit einer von Sprachlosigkeit geprägten Familiengeschichte in einem kleinen Dorf im Norden Schleswig-Holsteins. Der Film basiert ja auf dem Roman von Dörte Hansen. Wie bist du überhaupt zu dem Buch gekommen? Ich habe vor einigen Jahren einen Dokumentarfilm gemacht für den NDR über sterbende Landgasthöfe. Der Film heißt Krugsterben. Und dadurch war ich auf dieses Thema schon sehr sensibilisiert, weil ich sehr viel durch die Gegend fahre in Schleswig-Holstein, das oft sehe. Und die Redakteurin von dem kurzen Film hat mir vor ein paar Jahren eben dieses Buch geschickt mit den Worten: Das musst du verfilmen. Und auf Seite 20 oder 21 habe ich gedacht, oh verdammt, was, wenn das jetzt schon jemand anders hat, als in dem Buch eben sehr viele Themen ansprechen, die mir persönlich wichtig sind, auch sehr viel aus meinem eigenen Leben, das tangiert. Der Roman bietet ja eigentlich keine klassische Dramaturgie an. Wie war da dann euer Vorgehen, um daraus wirklich einen Film zu machen? Also wir haben uns weitgehend an die Struktur des Romans gehalten, was sehr schwierig ist für einen Film, weil der eben keine eigene Hero's Journey hat, wie man klassischerweise sagt. Also ein Held, der irgendwie in einer Welt lebt, dann verändert sich die Welt, dann muss aufbrechen und, keine Ahnung, den Drachen erlegen oder eine neue Wohnung finden. Und das liegt alles quasi in unserer Geschichte schon vor dem Aufbruch. Also man weiß erst gar nicht, warum fährt er los. Und der Held selbst weiß es auch nicht, sondern weiß es eigentlich erst in Minute 87, warum er diesen Weg genommen hat. Das macht schwierig, gerade wenn ein Roman lebt ja auch sehr von den Innenwelten von Figuren, wo man über Gedanken, Stimmen viel erzählen kann, von dem wir im Film nichts haben, weil wir natürlich über Handlungen kommen müssen. Und wir haben aber einen stärkeren Fokus gelegt auf die erste Person Singular. Also wir haben eine klassische Hauptfigur, die es im Roman nicht so gibt. Gleichwohl bleiben wir bei der Erzählstruktur und die Spannung entsteht vor allen Dingen im Gegenspiel zwischen den verschiedenen Zeiten, verschiedenen Generationen, die gegeneinander gesetzt werden, und idealerweise erzeugt das einen Sog, der einen dranbleiben lässt. Aber der kommt eben nicht aus einer klassischen Heldensaga. Okay. Also ich bin selbst auf dem Land aufgewachsen, allerdings in Niedersachsen und nicht in Schleswig-Holstein. Aber ich kenne die ganze Dorfkultur mit der Dorfgaststätte und dergleichen. Und deshalb habe ich mich sofort an meine Kindheit und Jugend erinnert. Und wie ist es dir und deinem Team gelungen, das so unfassbar authentisch darzustellen? Ich bin mir natürlich sehr sicher mit den erzählerischen Mitteln, weil ich selber eben auch aus einem kleinen Dorf komme und mich sehr viele Jahre ja auch schon mit dem Thema Heimatfilm beschäftige, in vielen eher komödiantischen Daherkommensweisen. Aber natürlich ist es eben dann auch ein Teamspiel. Man muss sich sehr, sehr genau beschäftigen, auch mit der Zeit, 65, 72, was sind die Unterschiede? Kamen da schon die Koteletten? Gab es schon die Zigarettenmarke? Wie sieht der Tresen aus? Das hat sehr viel eben auch mit der Recherche zu tun, mit Filmen aus der Zeit nochmal schauen, sein eigenes Gedächtnis zu bemühen, auch sein eigenes emotionales Gedächtnis zu bemühen. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man eben nochmal reinguckt, wie fühlte sich das denn an 1972, natürlich aus der Perspektive eines Fünfjährigen. Aber damit hat man schon viel erreicht, wenn man sich selber ein bisschen in die Zeit reinversetzen kann. Du hast auch die Wortkargheit von uns Norddeutschen irgendwie wunderbar eingefangen. Stand das bereits so im Buch von Dörte Hansen oder habt ihr das dem Film hinzugefügt? Ja, das glaube ich, da brauchten wir gar nicht so drüber reden, Dörte Hansen und ich. Glaube, wir sind relativ genau, man sabbelt da nicht so viel. Gleichwohl gab es ja auch ein paar Dialogstellen schon auch in dem Roman. Die waren eben auch nicht üppig. Daran haben wir uns eben auch von der Tonalität her natürlich stark daran orientiert. Aber uns ging es ja vor allen Dingen darum, eine authentische Wiedergabe hinzubekommen. Und da geht es ja, finde ich, eher ums Schweigen und gar nicht so sehr ums Nicht-Sagen. Das sind zwei verschiedene Sachen, finde ich. Der Film zeigt dann nicht nur, wie der etwas hilflos im Leben stehende Ingvar Petersen, der brillant gespielt wird von Charlie Hübner, seinen Platz findet, sondern auch mit leiser Melancholie, den Verfall der Dorfkultur. Was glaubst du, wie wird das Dorfleben in 20, 50 oder 100 Jahren aussehen? In 100 Jahren weiß ich nicht, ob die Erde noch existiert, aber in 20 Jahren hoffe ich, dass wir
ein wenig daraus lernen, aus der Vergangenheit, was wir eigentlich für die Zukunft haben wollen. Also ich möchte jetzt eben nicht so einen romantisch verklärten Blick nach dem Motto, früher war alles besser erzählen, sondern in dem Bewusstsein dessen, was früher vielleicht mal da war, zu gucken, wie könnte die Zukunft aussehen. Deswegen hoffe ich, und ich habe auch sehr stark das Gefühl, ich kann das zumindest für Schleswig-Holstein sagen, dass da sehr viel in Gange ist, dass man einen selbstbewussteren Umgang mit seiner Kultur pflegt. Es gibt eben jetzt auch viel mehr Gastronomie, die jetzt nicht nur für Touristen da ist, sondern die auch im Winter da ist. Das Dorfleben wird wieder ein bisschen aktiver, aber da müssen auch alle mithelfen. Deswegen gehen wir natürlich auch gerne mit dem Film in die kleinen Landkinos und wollen uns sozusagen nicht nur in den Metropolen damit irgendwie sonnen, sondern wir wollen auch selber was dazu beitragen mit Lesungen, mit Konzerten, mit selber in die Kneipe gehen. Und das kann ja sozusagen, können ja alle machen, dass wir das Dorfleben wieder als wir begreifen und nicht als alle wohnen da und man trifft sich maximal bei Penny zum Einkaufen. Hm. Der Film, habe ich ja schon erwähnt, lebt von seinen tollen Darstellern, allen voran Charlie Hübner, der wie immer fantastisch ist. Aber auch Rainer Bock zeigt mal wieder, wie unterschätzt er doch immer wieder ist. Den sieht man in so vielen Nebenrollen und nur selten in irgendwelchen Hauptrollen. Da hat er vor ein paar Jahren mit Atlas noch gezeigt, wie, dass er ohne Probleme den ganzen Film tragen kann. Hattest du die Schauspieler schon im Kopf, als ihr den Film entwickelt habt? Also Rainer Bock war tatsächlich einer der ersten, die besetzt waren, kurz nach Charlie eigentlich, weil ich das sichere Gefühl hatte, dass er nicht nur ein großer Kenner dieser Materie ist. Sein Vater hatte einen Landhandel, also er ist in ganz Schleswig-Holstein rumgekommen schon als junger Mensch. Er ist in Kiel aufgewachsen, kennt sich aus mit der Sprache. Aber ist eben einfach ein großer Charakterdarsteller, mit dem ich immer schon arbeiten wollte. Insofern war das so eine Fügung, das war so, ja, wie sagt man, Arsch auf Eimer. Also besser konnte man ja gar nicht besetzen. Und er war auch in dem ganzen Prozess auch immer so ein bisschen unsere sprachliche Guideline. Also wenn man den naturalistischen Ausdruck eines Schleswig-Holsteiners aus dieser Zeit haben wollte, musste man eigentlich immer nur Rainer angucken und der hat den anderen auch eine sehr große Sicherheit gegeben darin. Okay. Wo habt ihr überhaupt gedreht? Also Brinkebühl besteht aus 7 verschiedenen Ortschaften. Der Gasthof war in Sollerup in Nordfriesland und alle anderen kleinen Straßen sind sozusagen je nach Bedürfnis des Drehbuchs zusammengesucht worden und am Ende im Schnitt zusammengeflanscht. Aber der Großteil ist tatsächlich in Nordfriesland entstanden. Mhm. Ihr habt den Film ja auch gleich in 2 Sprachfassungen gedreht, Plattdeutsch und Hochdeutsch. Wie kam es zu der Entscheidung? Warum habt ihr den Film nicht einfach nachher nachsynchronisiert? Also erstmal war der Film auf Hochdeutsch geplant, weil natürlich bei so einem Bestseller mit fast 700.000 Exemplaren man eher auf ein nationales Publikum abzielt. Aber ich habe dann relativ kurzfristig vor Drehbeginn entschieden, dass wir auf jeden Fall auch immer eine plattdeutsche Variante drehen. Ich dachte, das könnte so ein Nischenprodukt sein, das quasi die werktreue Fassung, original mit Untertiteln. Aber schon beim Drehen zeigte sich, dass das eigentlich ein Trick war, ganz anders zu spielen und vom Kopf mehr in den Bauch zu kommen durch das Plattdeutsche. Und das hat sich dann sehr stark immer wieder auch wiedergespiegelt in den hochdeutschen Takes. Und so haben wir mal so gedreht, aber immer jeden Take mindestens 2-mal. Und eine Synchronfassung hätte es nicht getan, weil dadurch ist sozusagen ja der Ausdruck des Spiels immer gleich. Und das Plattdeutsche wirkt sich aus auf die Gestik, Mimik und die gesamte Körperhaltung. Die plattdeutsche Sprache, die unterscheidet sich ja oftmals sogar von Dorf zu Dorf. Gab es für euch einfach mal die Frage, welches Plattdeutsch nehmen wir eigentlich? Oder hattet ihr da irgendeine sprachliche Begleitung? Wir hatten natürlich alle unterschiedliche Formen. Also in Mecklenburg, wo Charlie Hübner herkommt, spricht man was anderes als da, wo Rainer Bock herkommt aus Kiel oder ich aus Dithmarschen und auch ein bisschen aus Kiel. Und da war natürlich das nordfriesische Plattdeutsch von Dörte Hansen die Guideline. Sie hat für alle Darstellerinnen und Darsteller die Dialoge auf Audio aufgesprochen. Und vor jedem Take sind sie dann nochmal gekommen und gehört, haben sie quasi unter das digitale Kopfkissen gelegt, sodass wir uns immer an ihrem Platt orientiert haben. Also ganz, ganz penibel und hinterher auch noch quasi mit der Nagelschere im Tonstudio noch einzelne Silben geschärft, damit das dann eben genau stimmte. Oder so gut, wie es irgendwie geht. Was glaubst du, was sollte das Publikum nach der Vorstellung mit nach Hause nehmen? Was ich mir sehr wünsche, ist, dass wir einen kleinen Debattenbeitrag mit dem Film leisten können, auf, glaube ich, oder hoffe ich, sehr emotionale Weise, wie wollen wir eigentlich leben? Also, wie gesagt, nicht mit so einem früher war alles besser Blick, sondern was können wir aus der Vergangenheit für die Gegenwart gebrauchen? Was ist da eigentlich verloren gegangen auf dem Weg von, wir müssen alles mitmachen, was die Moderne uns verheißt? Lass uns doch mal gucken, wie es gemeinsam anders geht und wie wir auch in kleinen Dörfern oder auf dem Land wieder zu mehr Gemeinsamkeit führen.
Das hört sich gut an. Wie sieht die Zukunft aus? Gibt es schon etwas Neues, neue Projekte, über die du sprechen kannst? Ja, ich weiß nicht, jetzt hier gleich fertig bin, muss ich noch rausfahren aufs Land und habe dann noch einen Nachtdreh. Wir erzählen gerade die Geschichte des Wacken Open Airs, quasi die Legende von Wacken, The Legend of Wacken. Also sagen wir mal eine angereicherte Version der echten Story, die 1989 bis 1991 in der Wilsner Mar stattgefunden hat, als diese großartige Erfindung dieses Open Airs begann. Das hört sich toll an. Lieber Lars, vielen Dank für das Interview und ich würde es gerne mit einem Filmzitat beenden. Du bist mir nicht ganz unsympathisch. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr schön. Gut.